So, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Python-Kurses von Datenschauer. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bitte drückt doch auf Abonnieren und auf das Glöckchen, wenn ihr wissen wollt, wie es in diesem Kurs weitergeht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den ersten Schritten in Python. Dazu brauchen wir eine ganz einfache Konsole, wo wir Python aufrufen können. Und können dann schon unseren ersten Code eingeben. Aber ich habe noch einen Tipp für euch, denn es gibt eine Erweiterung für Python, das sogenannte IPython. Und wenn ihr das habt, dann schaut eure Konsole, in die ihr dann den Code eingibt, einfach besser aus. Das Ganze ist ein bisschen interaktiver und es lässt sich einfach besser handhaben. Deswegen würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal, wie ihr IPython installiert. Das ist die Seite ipython.org. Übrigens, in den späteren Folgen werden wir uns auf jeden Fall auch mit den sogenannten Jupyter Notebooks beschäftigen, wo wir auch Python-Code ausführen können. Und eine Grundlage für diese Jupyter Notebooks ist eben ipython, der sogenannte Kernel. Und wie könnt ihr nun ipython installieren? Das macht ihr über den Python Package Index hier. PyPy.org. Hier könnt ihr IPython finden und hier unten seht ihr, also generell seht ihr eine Beschreibung des Pakets, aber hier eben auch den Befehl, den ihr eingeben müsst. Und zwar das Ganze wird mit pip installiert. Das ist das Tool zur Paketverwaltung von Python, wo ihr einfach Erweiterungen aus der Community, aus dem Netz für Python installieren könnt und genauso ist es eben für IPython. Dazu geht ihr mit cmd in eine Eingabeaufforderung und gebt ein pip install. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr jetzt pip install ipython machen würdet, würdet ihr eine Fehlermeldung bekommen, da wir hier die Eingabeaufforderung nicht mit Administratorrechten ausgeführt haben. Und deswegen könnten wir es nicht installieren. Wir wollen also die ganzen Python-Pakete nur für unseren eigenen User installieren. Und deswegen geben wir ein pip install --user und dann ipython. So, und dann wird das Ganze hier installiert. Und ich habe das vorher nämlich schon runtergeladen. Bei euch würde ich das hier noch runterladen, aber jetzt damit geht es einfach schneller. Und jetzt ist ipython installiert. Und um das Ganze jetzt auszuführen, ist noch eines wichtig. Ihr müsst noch nachschauen, ob euer Pfad richtig gesetzt wurde bei der Installation von Python. Was heißt jetzt das? Geht mal auf eure Windows-Menü und gebt mal var ein und dann kommen hier schon die Systemumgebungsvariablen. Klickt da mal drauf, dann seid ihr in diesem Menü und ihr wollt euch die Umgebungsvariablen anschauen. Und dann gibt es hier unten unter Systemvariablen einen Pfad, einen Path. In diesem Path, da schaut Windows einfach rein, was es für Programme ausführen kann aus der Eingabeausforderung. Denn ich müsste ja sonst hier immer ständig sowas hier eintippen wie... Ja, natürlich. Irgendwie Programme und so weiter. Also wenn ich irgendwas installiert habe, ich müsste immer den ganzen Pfad ausschreiben. Aber dass ich hier einfach pip eingeben kann, muss Windows natürlich wissen, wo liegt denn diese ausführbare Datei. Die muss also im Pfad hier hinterlegt sein. Das heißt, ich wähle hier Pfad an, also diesen Path, gehe auf Bearbeiten und da sehe ich schon, ah ja, Uses Stefan App Data Roaming Python 3.10 oder 3.9, 3.8, je nachdem, was ihr installiert habt und Scripts. Das muss hier hinterlegt sein. Genau, und das müsst ihr eben für euren Benutzer machen. Und wenn das hier schon da ist, dann ist alles gut. Ansonsten könnt ihr das hier eben neu hinzufügen. Und dann sollte jetzt eigentlich das Ganze funktionieren, wenn ich hier ipython eingebe. Und wunderbar, ich befinde mich jetzt in der Konsole. Und ihr seht hier diese Eingabeaufforderung. Die Konsole wartet jetzt auf eine Eingabe von mir. Ich sage immer Konsole, aber was das hier eigentlich ist, das ist eine sogenannte REPL. Ich gebe das hier mal ein. REPL. Eine
Read, Evaluate, Print Loop. Also Read, Evaluate, Print Loop. Wenn wir das Ganze mal hier mit Hochkommata einschließen, wir machen da einen String draus, ich zeige euch gleich warum. Also REPL heißt Read, Evaluate, Print Loop. Jetzt geben wir mal Return und es wird uns etwas ausgegeben. Und zwar uns wird das ausgegeben, was wir eingegeben haben. Wir haben ja also ein paar Zeichen in zwei Hochkommata gesetzt. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten String geschrieben. Und wenn ich hier also etwas in die Konsole eingebe, wird das gelesen. Ja, es wird gelesen. Dann wird das Ganze evaluiert. Wenn hier nur so ein String eingegeben wird, dann wird das mit sich selbst evaluiert. Also das hier selbst wird quasi wieder ausgegeben, geprintet. Ja, das ist das hier, dieses Out, ja, Print. Und Loop heißt und springe wieder zurück. Jetzt ist die Eingabeaufforderung wieder da, dass ich wieder was eingeben kann, dass es wieder was gelesen werden kann. Das Ganze funktioniert auch mit Zahlen, also zum Beispiel mit sogenannten Integers, das sind Ganzzahlen. Also wenn ich hier 3 eingebe, dann wird hier 3 auch wieder zurückgegeben. Das funktioniert natürlich mit fast beliebig großen Zahlen. Auch die wird einfach wieder zurückgegeben. Also das sind Integer, Ganzzahlen, aber ich kann das auch mit Kommazahlen machen, zum Beispiel 5.66 wird mir das hier zurückgegeben. Achtet bitte darauf, wenn ihr Dezimalzahlen eingibt, dann wird hier natürlich das englische oder das US-amerikanische Dezimalsystem verwendet. Das heißt, hier als Trenner wird der Punkt angewendet. Wenn ihr hier ein Komma eingibt, dann bedeutet das wieder was ganz anderes. Das ist, wäre in diesem Fall jetzt hier ein Tupel, aber was das ist, dazu kommen wir nicht. Kommen wir noch. Auf jeden Fall könnt ihr zum Beispiel auch natürlich negative Zahlen eingeben. Auch negative Zahlen werden erkannt und werden evaluiert. Und wie gesagt, zwischen zwei Hochkommata entweder doppelte oder einfache Anführungszeichen, ja, die englischen unbedingt verwenden, könnt ihr eben Hallo Welt eingeben. Das wird evaluiert und ausgegeben. Also das macht die sogenannte REPL für uns. Jetzt kann ich natürlich solche Strings, also diese Zeichen zwischen Hochkommata, ich kann natürlich auch Zahlen, also Integers, diese Ganzzahlen oder Dezimalzahlen, die heißen dann Float von Floating Point, die kann ich natürlich auch irgendwie zusammenführen. Also wenn ich sage 5 plus 6, so. Was wird mir die REPL jetzt ausgeben? Natürlich 11. Also das heißt, ich gebe etwas ein und dann wird das Ganze evaluiert. Und da hier dieses Pluszeichen eben eine Bedeutung für Python hat, ja, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung, eben zwei Zahlen miteinander zu addieren, dann wird das evaluiert und evaluiert heißt, ja, was kommt dabei raus? Eben eine 11 und das wird dann geprintet, also wird 11 ausgegeben und die Lupe, to loop heißt wieder zurückspringen, ich kann wieder was eingeben. Ich kann aber nicht nur Zahlen miteinander verbinden, ich kann auch Strings miteinander verbinden. Wenn ich sowas mache hier, ja, dann kommt dabei heraus Hallo Welt. In diesem Fall übernimmt also dieses Pluszeichen keine Addition, sondern eine Konkatenation. Concatenate heißt zusammenführen, zusammenbinden. Also wenn ich zwei Strings habe, werden die zusammengeführt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sage, Hallo, das
ist die Zahl plus 3. Was passiert jetzt? Ah, okay, ein Fehler. Wieso? Naja, Python weiß eben nicht so recht, was es hiermit machen soll. Denn diese 3 ist ja ein Typ, ja, ein ganz bestimmter Typ, und zwar vom Typ int, Integer, Ganzzahl. Das hier vorne ist aber vom Typ String. Wie soll jetzt also dieses Plus interpretiert werden? Python weiß es nicht und bringt eine Fehlermeldung. Und hier kommen schon die neuen tollen Fehlermeldungen aus Python 3.10. Hier steht nämlich can only concatenate string, und zwar und a string to string, und zwar nicht not int to string. Also hier ist ja ein int und das kann ich einfach nicht zusammenführen. Wir können das ändern. Noch eines, was wir hier schon sehen: Python erkennt wohl automatisch, um was es sich für Typen hier handelt. Ich muss Python, anders als andere Programmiersprachen, nicht sagen, was ist denn das eigentlich für ein Typ hier, diese 3. Denn Python sagt, es sieht aus wie eine 3, es verhält sich wie eine 3. Ja? Eine 3 ist eine Ganzzahl, also ein Integer, na, dann wird es wohl auch ein Integer sein. Und in diesem Fall hat Python zwar recht, aber ich wollte natürlich etwas ganz anderes. Ich wollte natürlich hier das zusammenschreiben. Natürlich hätte ich sowas machen können wie hallo, das ist die Zahl plus 3. So, dann ist alles klar. Das ist das, was ich ja wollte. Aber jetzt stellen wir uns vor, von irgendwoher, ich habe ein längeres Programm und da kommt so eine 3 als Integer an. Und ich will das jetzt da hineinfügen. Das heißt, ich kann Python sagen, ich will, dass du diese 3 nicht als Integer interpretierst, sondern bitte als String. Und dann sollte ja eigentlich wieder alles funktionieren, weil dann kann ich ja String und String miteinander konkatenieren, also verbinden. Das versuchen wir jetzt mal. Also wir schreiben, hallo, das ist die Zahl plus, und jetzt schreibe ich String, also hier, ich verwende eine Python-interne Funktion, ja, diese Funktion gibt es, und gebe hier die 3 ein und dann wunderbar funktioniert das Ganze auch. Also ich habe Python gesagt, hallo, das ist die Zahl, so und so, dieser String sollst du mit diesem String verbinden hier. Ja? Wandle diesen Integer in einen String um und verbinde das Ganze. Und es hat wunderbar funktioniert. Jetzt könnte ich natürlich auch genau den umgekehrten Fall machen. Was passiert eigentlich, wenn ich 3 plus 5 mache? Aha, hier erkennt Python auch nicht. Hier möchte ich ja 2 Integer miteinander verbinden. Weil es könnte ja sein, dass ich irgendwo einen String einlese und den mit dieser 5, mit diesem Integer irgendwie addieren möchte. Und das ist eben der andere Fall, in dem ich sage, okay, mache mir bitte diesen String 3 zu einem Integer und addiere dann die 5. Und es kommt 8 raus. Wunderbar. Das Ganze, was wir hier haben, ist die dynamische Typisierung von Python. Ja? Dynamische Typisierung heißt, wie ich vorher schon sagte, ich muss eben nicht immer dazu sagen, was meine Art von Zeichen hier, was das für ein Typ ist, sondern Python errät mehr oder weniger oft sehr, sehr korrekt den Typ. Und wenn es dann eben zu solchen Kollisionen kommt, zu solchen Fehlern kommt, muss ich eben erstmal den
Typ umwandeln. Nun gut, und jetzt können wir noch ein paar andere Operationen machen. Neben Plus gibt es natürlich auch noch andere Sachen, die ganz normalen mathematischen Operatoren. Ja, ich kann natürlich sowas machen wie 10 minus 5 ist 5. Ich kann 10 geteilt durch 5 machen, ist 2.0. Es wird ja ein Float ausgegeben, also Achtung, bei dem Teilen wandelt Python automatisch in Dezimalzahlen um. Ja? Und ich kann natürlich auch sowas machen wie 10 mal 5. Achtung, hier nimmt man das Sternchen, ja? Das ist der Multiplikationsoperator und dann kommt 50 heraus. Mit Strings ist das natürlich so eine Sache, das Minus und das Geteiltzeichen, also die Subtraktion und die Division, machen bei Strings jetzt nicht so viel Sinn. Aber was könnte denn das hier ergeben? Mal schauen, ob was da passiert, wenn wir das mal eingeben. Ah! Hallo, hallo, hallo. Also anscheinend hat dieser Multiplikationsoperator bei Strings einen anderen Sinn, aber einer, der eigentlich verständlich ist. Ich möchte einfach diesen String hallo dreimal ausgeben. Hallo, hallo, hallo. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich schon alles. Das sind so die ersten Schritte in Python. Hier könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen rumspielen. Es gibt eine Help-Funktion, die ihr euch ein bisschen anschauen könnt, wo ihr mal sowas eintippen könnt, wie zum Beispiel, was kann ich hier machen, Topics. Und unter Topics kann ich mir hier... Und dann könnt ihr alles über Strings lesen. So, mit Q, Quit kommt hier wieder raus und hier auch, glaube ich, mit Quit, genau, kommt ihr wieder zurück in die Konsole und die wiederum könnt ihr, also diese IPython-Eingabeaufforderung könnt ihr mit Exit, Klammer auf, Klammer zu, den Befehl Exit beenden und dann seid ihr wieder in eure Eingabeaufforderung und auch die könnt ihr mit Alt-F4 oder Exit beenden und dann seid ihr draußen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das Thema Variablen an und lassen uns die ersten Sachen mit Python ausgeben. Und ich freue mich auf euch, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao.